Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. So, es geht für uns weiter. Und zwar geht es für uns weiter hier in Villa Verde mit der ersten Mission von 5. Hä? Ah, ne, stimmt. Ich habe ja, hab ich das Intel nicht geholt? Hä? Okay, ich muss doch Intel holen irgendwie, kurioserweise. Los geht's. Wir müssen zur anderen Seite der Welt. Oder habe ich nur die Nebenmission gemacht aus Versehen? Zeug, Bruder. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Eigentlich müsste ich das gemacht haben. Scheißegal, holen wir das Intel mal kurz. Ist es weit von hier? Geht eigentlich. Ah, hier sind ja nicht geholsamer. Strange. Ja, ich kann mich gerade so an die letzte Folge kaum noch erinnern, muss ich zugeben. Aber ich meine doch irgendwas geholt zu haben, oder nicht? Weil sie mir nur nach Villa Verde durchgefahren und haben. Design komischen Ding ist weggeholt, ich weiß. Oh mein Gott. Verdammt! Ich weiß ehrlich nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Eigentlich dachte ich, wir hätten das geholt. Naja, es passiert, Leute. Wenn du gerade viel am Zocken bist, viel durchplanen musst, speziell für den nächsten Monat April. Obwohl der April nicht so viel hergibt, muss ich zugeben. Der April gibt gar nichts her. Außer Outlast 2. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich war doch hier. Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe. Klar. Ihr kriegt aber kein Coca. Weil ihr wisst doch, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir als erstes in einen Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul. Yep, shut the fuck up. Hä, wo ist denn das Ding? Hä? Ist da oben? Oh oh. Achso, okay, passt. Ah, wow, wow, wow. Ich bin nur ein kleiner Minibus. Der im Gottverdammten Intel haben will. Die Drohne ist oben. Also mach's. Und ich sag zufällig. Sendestation. Brech die Tür auf und leg das Terminal still. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Mach das. Ziel markiert. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Nicht gut. Und das macht 3. Okay. Verstanden. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Roger, Ziel markiert. Das macht 5. Gib Zeichen. Erwischt. Keiner. Bitch, we're going in. Bitch, we're going in. Ich hab Nemo gefunden, Mist. Ist doch egal, und was wollen die machen? Where are you, bitch, at, huh? What the fuck? Hörst du mich? Ich bin gleich da. Fuck, das hab ich nicht gesehen. Ich wusste nicht, wo der ist. Ah, gib mir die Spritze. Scheiße nochmal!
menos. Usted, oiga, por favor, somos inocentes. Soy inocente, por favor. Was ist los, por favor? Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich El Way nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Bowman, der Buchon in Villa Verde heißt El Way. El Way? Den kennen wir. Ich wusste nicht, dass er in Villa Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusid, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem El Ways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento über El Ways Hackfresse lustig gemacht. El Way hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Suenio musste einschreiten. Hört sich nach einem Ansatz an. Schieben Sie El Way den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman, Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. El Way. Das wird lustig. Sicher? Das ist Pedro Gil, genannt El Way. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolusit ist, oder? Ja, war mir auch neu. Pyrolusit, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Villa Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. El Ways Vater war Bergarbeiter, wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte El Way nicht viele Optionen. Bis ihm El Boquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. El Way wollte Pyrolusit verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist El Way ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Unidad. Nur machen Sie niemals Witze über sein Gesicht. Neuer Einsatz, El Way. Okay, erreichen Sie die Basis. Wir müssen einen Keil zwischen El Way und Leutnant Bento von der Unidad treiben. Schauen Sie, was Sie tun können. Okay. Schauen, was wir tun können mit El Way. Ich kann das Labor sehen. Wir sollten Bowman anrufen, bevor wir den Ort eindampfen. Stimmt, ich sag's ihr. What the fuck, muss ich überhaupt hier durch? Ich kann Sie schon mal das nächste suchen. Bowman, wir haben eins der Labore von El Way. Gute Arbeit. Jetzt, da wir wissen, wie die aussehen können, lassen Sie mich schauen, ob ich noch andere in dem Gebiet finde. Und bingo. Ich leite die neuen Koordinaten weiter. Warte mal kurz, ich bin gerade irgendwie voll falsch, oder? What the fuck, ich muss doch da durch? Ey, ich hab grad keinen Schirm, was hier abgeht. What the fuck ist jetzt genau hier? Ich hab keinen Plan. Bin bereit. Hey, Mann. Getötet. Warte mal ganz kurz, was ist jetzt die Sache? Ich hab grad überhaupt keinen Schimmer, warte mal ganz kurz. Labor 1. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolusitreinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolusitreinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Okay, fangen wir erstmal hiermit an. Wenn ich schon hier bin. Ich muss doch hier irgendwie durch, um da hinzukommen, oder nicht? Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Scheiß drauf, wir sind hier. Alarm hier. Hey, wir haben einen Narko. Wo? Drüben bei Mörser. Wo ist ein Mörser? Da ist noch ein Tango. Das, what the fuck? Was ist denn jetzt wieder hinter mir?
Ey, ich kann hier nicht für 2 Minuten in Ruhe hier reinholen. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Bleib ruhig, 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 ruhig. Be quiet. Ich sehe einen Generator. Roger, Ziel erfasst. Hier ist dein Sicario. Bereit, auf dein Befehl. Labor. Hab ein. Okay, bis jetzt hier rein. Markiere Gegner, er steht da mit Einheimischen. Er war da mit Einheimischen. Hier sind ein paar Narcos. Da, im Labor. Okay, ist im Labor drin. Tango neutralisiert. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Hier ist ein Labor. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Vielleicht kann ich hier ja die Aggressionen gegen meinen Chemielehrer loswerden. Shit, 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 shit. Bitch, go down. Fuck, von wo kam der? Von wo kam der eigentlich? Habt ihr den? Ja, das kann nicht wahr sein. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Der war mal. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Labor zerstört. Hua, auf zum nächsten. Okay, wir können wegfahren, glaube ich. Unser Ziel ist erfüllt. Get the fuck out of here. Dum 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 dum. So, Option 2 und Labor 1. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolusitreinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Yep. Festhalten, Leute. Willkommen in der Sendung. Gracias, Perico. Ist mir ein Vergnügen, mit dir zu reden. Bueno, kannst du irgendwas zu den aufregenden Gerüchten über ein neues Tauchboot sagen, an dem El Cerebro angeblich schraubt? El Cerebro, mi chico, ist ein Genie und arbeitet ständig an neuer Ausrüstung für Okay, 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 okay. Ich kriege gerade so ein paar Nebenaufgaben rein, das finde ich ganz okay. Weil ich das sowieso brauchen werde, glaube ich, am Ende des Tages. Ist hier jemand? Hä? There you go. Ich sehe hier zwei Narcos. Wo? Am Eingang zum Lager. Ziel markiert. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Habt ihr die beiden auch, Jungs? Okay, Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ich lege an. Ja, gut, Jungs. Rein da. Alles gut, alles gut. Hey, wir haben einen Narco. Wo hast du sie? Kann mir eigentlich egal sein, oder? Egal, wenn er mich nicht sieht, passt das. Perfekt. Sieh mal an. Der Gewerkschaftsführer in Villa Verde, er heißt Chango, findet es scheiße, wie das Kartell die Arbeiter hier behandelt. Klingt, als hätten wir viel gemein. Ich wette, er geht uns gerne zur Hand, wenn wir die Pyrolusit-Produktion lahmlegen. Ja, Jungs, aber eins nacheinander. Wenn sich hier gerade so einen kleinen Stau verursache. So, warte mal ganz kurz. Ich muss da durch, wo die gerade sind, oder? Ich hab keinen Plan. Aber ich bin scheinbar richtig.
Die stellen wir Labor Nummer 2. Bevor wir uns dann um die nächsten Sachen kümmern. Geht's noch? Du fährst Zivilisten an. Sehr interessant. Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter. Die haben Zeus beschädigt. Oh mein Gott. What the fuck? Egal, du lebst noch, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab's einmal gemacht, das reicht auch. Es ging weiter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Finally, we have arrived. Okay, aus hier. Setz die Drohne ein. Da ist eine montierte Waffe. Jetzt. Hab noch einen Tango. Ziel erfasst. Es gibt Alarm. Okay. Da ist ein Sicario. Da, auf dem Schießstand. Wo? Wo ist der Schießstand hier? Hier drüben ist ein Narko. Ich sah das Ziel, neben der Kiste mit den Medikamenten. Wie könnt ihr das eigentlich sehen, Leute? Hab ihn. Ich meine, ich finde das gut, dass wir das sehen können, aber sie können nicht so gut. Sag mir wo. Da, auf dem Steg. Halt, die können dich sehen. Hä? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Das war gar nichts, Junge. Da ist ein Sicario. In Position, Ziele markiert auf dein Zeichen. Hab das Ziel. Wir alle warten nur auf Nummer 1. Hey, wir haben einen Narko mit MP. Sag mir nicht, du siehst ihn jetzt nicht. Where the fuck are you at right now? Bin schussbereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Oh,
Hast du das? Ich muss versuchen, das wieder selbst zu lösen, ne? Greife Tangos an. Der Tango weiß, dass was faul ist. Ja, muss ich, aber was soll ich machen? Ihr lasst euch so viel Zeit damit, ich weiß nicht warum. Ja. Keine andere Wahl, Jungs, ich hab keine andere Chance. Ich muss mal wissen, wie ich überhaupt hier reinkomme in dieser ganzen Geschichte. Oh mein Gott, den Heli ist da. Da kommen sie. Was ist der Plan, Boss? Hubschrauber, auf den Boden. Ja, Jungs, ihr habt keine andere Wahl. Ihr lasst euch so viel Zeit. Ich verstehe nicht, warum ihr den Typ nicht gesehen habt. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Tango ist markiert. In Bereitschaft. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Er ist tot. Ich habe unglaublich viel Zeit damit gelassen. So, sie haben mir keine andere Wahl hatte, als selbst abzudrücken. So, ich muss erstmal wissen, wie ich hier reinkomme. Wie kommt Papa in diese Geschichte überhaupt hier rein? Still don't get it. Hä? Ich sehe hier keinen Eingang oder so. Ja, das ist ja alles sehr, sehr ärgerlich gerade. Da nähert sich ein Helikopter. Ey, ist egal, ich fick seine Mutter jetzt. Sing-Shot. Ja, schön. Roger, Ziel erfasst. Heli, in den Start. Tango getroffen. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich hier reinkommen soll. Der Heli weg oder so? He is gone, glaube ich, oder? Wie komme ich hier rein? Oh mein Gott. Ziel erfasst. Bin bereit. Feind am Boden. Ich suche mir noch hier einen Weg rein. Wie kommt Papa hier rein? Kein Loch, kein gar nichts, kein Vordereingang. Hä, the fuck, wie komm ich hier rein? Geht doch. Wenn da, Jungs, wenn noch. Sieht nach einem Labor aus. Hehe, ich bin da. Geschafft. Das war's dann mit der Pyrolusit-Raffinerie in dieser Gegend. Wird ein hübscher Knick in Elvays Karriere. Yep. Und er ist für die Versorgungskette des Kartells. Hört sich nach Cerveza-Zeit an. So, liebe Leute, ich mache hier mal einen Folgenbreak. Bis zum nächsten Part von Ghost Recon Wildlands. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Reden Sie mit dem Gewerkschaftsführer in Villaverde. Vielleicht bringt er die Minenarbeiter ja von der Pyrolusit-Förderung für das Kartell ab.